Still jetzt. Die Bedürfnisse. Es geht los! Folgen Sie mir bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Wenn wir das Zugband starten, müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Und los geht's. Bitte. Ihr Bekannt ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr fürs Team. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Und wir sprechen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptsache. Dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. Okay, gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist.
dieser Rüstung wie ein Hammerrohr. Schieße, weißt du, was zu tun ist. Ich hol sie wieder. Von wegen ein Stoßdruck. 20er schwerer Schütze! Hey, ehrlich. Wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschalten. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen.
100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katastrophale Überflutungen zu vermeiden. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das ist. Lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Einen will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Evakuierung ist anzuordnen. Achtung!
den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Ah, der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Ich hab keine Zeit für sowas. Das sollte reichen. Schweff, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schweff, ich könnte dich küssen. Rutsch rüber, ich werde fahren. Wird bestimmt lustig. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Umhang. Ich war sehr präzise, was die Missionsparameter angeht. Alten? Alten, sind Sie noch da? Du bist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Sind wir am Ende.
sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Dell, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dell. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position.